Jo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zum Vlog Tag 2, Leute. Ihr wisst Bescheid, jeden Tag ein Vlog gibt es diesen Monat. Und ja, Freunde, ich habe auch schon wieder den neuen Pulli an, den ich gestern im Vlog gekauft habe. Dann noch die Hose und noch Schuhe von Vans mit Nintendo-Aufschrift. Richtig fresh. Ich fahre jetzt auf jeden Fall zu Mike, noch mit meiner Freundin. Ihr wisst Bescheid, der Künstler von Lambo Vibes, mein Kumpel. Und danach fahren wir zu seinem Restaurant Bab Alhara, richtig lecker dort. Und dort sind auch KS und Krappi vor Ort. Dann fahren wir gemeinsam ins Studio. Let's go. Essen bestellt, Digga. Shawarma, Reis mit Hühnchen und so. Oh, er weiß auch schon, wie das heißt. Ja klar, Khalikehorn. Anton hat sich integriert hier. Auf jeden Fall, Alter. Das ist meine Straße, Digga. Hier Hauptbahnhof und so. So, hier ist der fresheste Typ. Ihr wisst Bescheid an alle Girls da draußen. Schreibt mir auf Instagram, DM. Falls ihr mir nicht schreibt, könnt ihr gerne auch Grappi schreiben. Daran hat sich nichts geändert. Er lebt immer noch mit mir. Das heißt, falls ihr Grappi die Nachricht schreibt, werde ich wahrscheinlich auch sehen. Also, Job. Bist du hyped, was im Studio aufzunehmen, Cass? Im Studio? Ja. Stimmt. Na, natürlich, haben wir ein paar Songs geschrieben. Deine neuen Tracks, können die Leute sich auch was freuen in Zukunft? Ja, natürlich, natürlich. Du weißt doch, Whiskey Bass. Ja, always doch, stay du fresh, du weißt doch, gell? Das ist always stay fresh, always stay fucking. Hallo. Okay, vamos, geh mal rein. Der Besitzer vom Laden ist natürlich auch am Start, Nikito. Lambo Vibes. Heute wird auch ein neuer Track aufgenommen. Bro, we changed the game, man. What's he talking about, man? How are you, man? Well, I'm fine. Essen von Krabben ist da. Und KS auch. Guten Appetit. Schöne Grüße gehen raus an Mama Barca. Du Wichser, Alter. Unser Essen ist jetzt auch da. Lecker, lecker, lecker. Just drinking water, man. Just water, you know what I'm saying? Auf dem Weg ins Studio. KS ist vor uns. Let's go. Oh, da hat er den Spoiler rausgeholt. Nice. Essen auch am Start von Bab Alhara natürlich. Auch im Studio. Bab Alhara. Was geht ab da draußen? Schöne Grüße von Mr. Krabs. Ihr wisst Bescheid. Mr. Krabs, Dr. Dre. Schauen wir hier rein ins Studio. Ich muss hin, hab dich schon was in der Tasche. Ey, ram bam bam bam. Ram bam bam bam. Nächster Tag ist angesagt. KS und Krappi sind auch schon wieder in der Stadt unterwegs. Wir fahren auch direkt wieder zu denen. Wir waschen aber kurz davor mein Auto, Freunde, weil irgend so ein Vogel hatte seinen Auspuff nicht unter Kontrolle und hat mein Auto an der Seite erwischt. Den Schmutz müssen wir auf jeden Fall wegmachen, weil KS meinte zu mir so, Anton, du kannst doch nicht mit einem C63 rumfahren, der absolut schmutzig ist. Hat er auch recht, deswegen machen wir den ganzen Hasen jetzt sauber. Übrigens, ich habe so einen Tick, immer wenn ich neue Klamotten habe, muss ich die direkt die nächsten Tage anziehen. Hier, das weiße Shirt heute an. Taugt mir auch ernst rein. Welche Shoes ziehen wir denn heute an? Die Barca Nikes oder so lilane, die haben übrigens hier auf der Seite VB stehen. Habe ich auch schon seit ein paar Jahren. Oder nehmen wir heute die Yves Saint Laurents. Nehmen wir die hier. So. Brauchen wir noch ein Jäckchen. Ich habe hier nämlich eine Call of Duty Jacke noch am Start. Anton wird ja noch zum Fashion Blogger. Bald bewerte Justin mein Outfit. Kein Spaß, Freunde. Mir ist eigentlich egal. Ich laufe meistens sowieso rum wie der größte Penner in der Stadt. Freunde, so ein legendäres Lied, Mann. So schade, dass Linkin Park gestorben ist. Jawoll. Ja, genau. So sieht's aus. So, das sieht doch schon um einiges sauberer aus als davor. Felgen müssen wir natürlich per Hand komplett polieren und reinigen, aber auf jeden Fall ist es schon viel besser als davor. I've put my trust in you. Yo, 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 Mr. Krabs, what's poppin', bro? Was geht ab, Anton? Marcel Alter, auf dem Start. Oder wo bist du denn so lange? Wir haben Endzone. Digga, der Verkehr hat mich gekillt, Bro. Was chillst du da mit deiner Decke eigentlich? Was ist eigentlich los mit dir? Du hast dich voll verändert in letzter Zeit, KS. Ja, Bruder, du weißt doch, wie es ist und so. Zeiten verändern sich, Zeiten verändern mich. Seitdem er die Decke hat, ist er verändert, Alter. Seitdem er mit der Decke rumläuft. Oh Mann, ey. Yo, Leute, was geht ab? Ich hocke hier mit dem berühmten Anton hier, dem Berüchtigten. Und wir fahren jetzt ins Studio zu Adrian. Ihr wisst Bescheid, bald kommt mein neues Single. Ja, ja. Gönnt euch diese Single, Leute. Es geht ab. Wir werden alles bangen. Bang, 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 bang. Bap, bap, bap. Und schnall dich an, Bruder. Und anschnallen nicht vergessen, weil die Single wird
Turbulenz. Heute wird auseinandergenommen im Studio. Krappi am Start, KS Freak am Start, Viscabasa am Start, Michito am Start, alle am Start, Adrian Lewis am Start. Check den Scheiß ab, Leute. Pam. Daddy. Und der Kohle und mein. Weil die Hook, Bruder. Jetzt wird natürlich noch ein Insta-Pick rausgehustelt mit dem Cars. Insta-Hustle. Okay, ist aktuelle Form oder was? Fresh. Schöne Grüße so. Gehen raus an alle Fitness-YouTuber. Ich hab euch hochgenommen in nur 6 Monaten. So, RS7 am Start, C63S. Schüsse gehen raus, pop. Hier, danke Jungs. Passt, ciao, ne? Ciao, viel Spaß euch noch. Und ist eins dabei, Cass? Ja, Mann, es ist definitiv eins dabei, Bruder. Anton hat gerade beschlossen, dass er das Haus hier kauft. Ja, Mann, das ist sick. Das Haus hier? Anton kauft für das uns Haus. Alle? Für uns alle, ja. Game, WG? Boah, glaubst du, ist da genug Platz? Digga, da ist safe. Also, wir sehen uns. Ciao, ciao. Holst du den dann bei uns zu Hause ab? Ja, ich hol ihn aus Österreich, ich komme mit Zug. Für Krappi auch noch ein Bild. Skuskur. Ich brauch auch noch ein Bild. Boah. Ist gut? Yes. Ja, perfekt. Super. Brrrr. Ja, aber ich meinte, ich mache einfach ein Salto vom Auto runter. Vom Auto runter? Ja. Okay, Leute, ihr habt's gehört. Krappi macht Rückerseite vom AMG. Wir Komm, machen wir Thumbnail. Ein Thumbnail für YouTube. Okay, so sieht das aus, meine Damen und Herren. Ganz, ganz kurze Anleitung. Für ein gutes Thumbnail braucht man eigentlich nur einen Mr. Krabs. Also Krappi, ganz kurz, zeig kurz vor. Warte, ich mach so Anton dieses ApoRed bei Fortnite Gesicht. Warte. Okay. Okay, warte. Geht's? Ja. Okay. Mach die Tür zu. Soll ich so runter? Geht? Ja. Geht's? 3, 2, 1. Wow, heftig, Digga. Oh mein Gott. Ja, Leute, ganz kurze. Das, so, sorry. Nein, das sag du. Erzähl ruhig weiter. Also darf ich ruhig weiter erzählen, okay. Sorry, dass ich dich unterbrochen hab. Ja, Leute, so geht ein Thumbnail. Ist eigentlich ganz, ganz einfach. Tutorial. Danke sehr. Kein Problem. Tschüss. Super. Wir gehen jetzt noch kurz rein ins Studio. Cass nimmt einen Song auf, Leute, der kommt bald auf euch zu. Ey, ich will den Lotto 6, ey, Baby, ich will, dass du weißt. Alle die Probleme, die wir haben, sie vergehen mit der Zeit. Lass dich nicht allein, ob bei Hate oder Neid, wir sind zu zweit. Ich weiß, dass ihr nicht meinen Flight. Fiesta. Okay, Freunde, das war's dann für das heutige Video. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Wir haben gerade 17 Uhr, ich fahre sofort nach Hause, damit das Video noch so um 20 Uhr online kommt. Also es kommt quasi brandaktuell online. Und ja, haut rein, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns morgen beim nächsten Vlog wieder. Ciao, ciao.